Grüße und willkommen, Wumosch ist hier beim neuen Injector-Mod-Video. Wir zocken die Demo von Pine Harbor, ein bald erscheinendes, beziehungsweise noch nicht erschienenes Horrorspiel, was wohl sehr, sehr inspiriert ist von Resident Evil 7 und 8, was ihr auch gleich an dem HUD sehen werdet. Ich habe das jetzt nur einmal kurz angehabt, ob das alles funktioniert. Reingespielt habe ich noch nicht. Wir spielen quasi blind, so wie es sich für ein Horrorspiel gehört, wenn man das zeigt. Und wir schauen mal, ob es was taucht. Und hier wären wir im Spiel. Und das sieht schon sehr, sehr schick aus. Mit dem Wasser. Dass das HUD so ein bisschen gedrungen aussieht, liegt daran, dass ich eine 4:3 Auflösung im Desktop ausgewählt habe. Dass das HUD quasi auf 4:3 angezeigt wird und das nicht so weit aus dem Sichtfeld ist wie eine 16:9 oder höhere Auflösung. Weil das HUD sich ja dementsprechend anpasst. Können wir schon kaputt hauen? Ja, das ist sehr, sehr Resident Evil inspiriert. Das Inventar. Es gibt auch eine Karte. Ja, wie ihr jetzt seht, das. Ne? Man merkt das schon. Aber es ist, muss ja nichts Schlimmes sein. Das kann ja auch richtig fetzen. Hier komme ich nicht weiter. Nice fucking model! Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Ich habe natürlich das LOD in der Ini noch nicht getweakt. Deswegen sehen die Rohre jetzt. Ja, wie. Nicht wie Rohre aus, sondern. Do not follow me! Okay. Aber da die Sichtweite jetzt ja auch nicht so gigantisch in dem Spiel ist, bevor ich jetzt einmal die Performance komplett kille, weil ich alles auf super episch stehen habe. Sehen wir erstmal über das LOD hinweg. What the fuck? Alter, hier ist was. Richtig habe, dann können die einen nur hören, aber nicht sehen. Ja, das klingt auch ein bisschen kacke. Kann sie bestimmt hier duken. Hier kommen wir drunter her. Das ist doch schon mal schön. They are blind. Ja, siehst du, habe ich schon gesagt. Kann ich das kaputt hauen? Nein. Oh, das ist ja gut, dass dieselbe Taste fürs Durchblättern, die Taste für... Cool, cool. Ja, das lesen wir uns jetzt nicht durch. Ich war jetzt halt nur irritiert, dass das dieselbe Taste wie... Das ist natürlich ungünstig. Das muss dem Typ noch aufgefallen sein, dass dieselbe Taste fürs... What the fuck? Deine Blähung. Oh, shit. Also sieht mir schon fucked up aus, ne? Aber wir gehen jetzt erstmal hier weg. Das ist hier. Nein. Ganz klares Nein. Shit. Blick auf Metall. Ist wahrscheinlich Kaka. Genau, humpel mal. Da komme ich her, wegen jetzt hier weiter. Oh, fuck. Fuck.
Okay, das war richtig scheiße. Die Kiste können wir jetzt nicht kaputt hauen. Das lassen wir jetzt lieber ganz gewaltig bleiben. Wenn es Right Bumper nachladen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Y ist nachladen. In den meisten Fällen. Ja, da brauche ich bestimmt irgendwie eine Verlängerung oder irgendwie sowas. Ja. Dann müssen wir hier bestimmt irgendwo einen Hebel. Das machen wir aber nicht jetzt. Wenn ich jetzt rate müsste, ist auch dieses Gebiet das gesamte Demo. Und wenn ich da aus der Tür raus bin, ist das auch vorbei. So, aber B, da den Raum, den gucken wir uns jetzt erstmal an, wenn ich da hinkomme. Ah. Ach, scheiße, war da was im Tagebuch vielleicht? Warte mal. Oh, jetzt haut er auch nicht zu, wenn ich das im Inventar angucke. Ah. Okay, im Badezimmer gibt es einen Schlüssel. Und Treibstoff für den Generator ist im Safe, den wir jetzt hier haben. 5628, 5828, 5823, 562. Oh Gott, ja, okay, schauen wir mal. Oh, Alter. Sofort die richtige Nummer. Boah, nice. Okay, so, jetzt müssen wir uns im Badezimmer den Schlüssel haben. Alter, what the fuck? Das ist ein bisschen eklig. Da hauen wir jetzt drauf. Passiert nichts. Das ist echt ein bisschen eklig. Das ist ja auch mitten im Spiel. Das ist ja nicht so der Anfang. Ich möchte mal gerne wissen, what the fuck hier passiert ist. Also, Atmosphäre ist schon cool. Das ist auch schon gewishlistet, das Spiel. Ist auch geil, dass hier extra Blech liegt, dass wenn man hier durchgeht, dass man richtig Rabatz macht. So, Klos waren. B3, ne? Ah, da ist einer von den Spackos. Oder auch nicht. B5? Oh, come on. Oh, hier ist das nicht. Kann man die wohl instant melee killen? Ach, hier, okay. Das testen wir gar nicht erst. Klo versteckt. Wieder in der Schüssel. Oder in der Dusche, wo man hätte vorbei müssen. Ja, natürlich nicht. Ist kein fucking Schlüssel. Ach, oh, du bist auf dem Blindfisch. So. Okay, das haben wir. Jetzt müssen wir den Generatorraum finden. Wo war ich denn noch nicht? Da hinten. A4, A1, A2, A3. Ich muss sagen, mit Head-Zielen, also Kopf-Zielen, funktioniert das sehr gut. Oh. Oh, verpiss dich. Oh, da hängt einer. Oh, das ist das Kabel, was ich brauche. Oh nein, wenn ich den runterfallen lasse, dann macht das Krach und dann.
shit. Oh shit. Okay. Das ist doch gut. So, das haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir Dampf auf dem Kessel, wollte ich schon gerade sagen. Wo könnte jetzt der beschissene Generatorraum sein? Wo war ich denn noch nicht? C komme ich her. Bei den B-Sachen. What the fuck? Fuck. 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 Das ist... Sie ist das fast gewesen. Ist ja unfassbar. Da, Generator rum. Oh, ich bin auch so ein Blindfisch. Ich knall dich jetzt ab. Oh, Scheiße. Ich knall dich jetzt ab. Ah, du bist so ein Vollprofi, ey. Du bist echt so ein Vollprofi. Mann! Fuck off, ey! Ja. Oh, ne, ups. Ja, nein. Okay, hätten wir vermutlich geschafft, hätte ich mich nicht so dämlich angestellt. Das war die Demo von Pine Harbor. Finde ich. Gar nicht so ungeil. Also es hat was. Aber ob das ganze Spiel dann die Atmosphäre halten kann und ob das nicht immer nur dasselbe wieder ist. Rätsel müssen passen. Ja, die Spannung muss passen. Die, in Anführungsstrichen, Action darf nicht zu einfach sein. Also ich habe auch festgestellt, wenn das die einzigen Gegner waren, die da waren, die hätte ich eigentlich ohne Probleme easy mit der Schrot alles komplett wegnatzen können und dann hätte ich meine Ruhe gehabt. Dann wäre die Spannung komplett weg gewesen. Aber muss man abwarten, wie gut der Herr oder das Team oder wer auch immer oder wie viel auch immer das sind. Ja, die Sachen lösen. Ich bin gespannt. Testet die Demo selber aus, wenn ihr möchtet. Funktioniert einwandfrei mit der Unreal Injector Mod. Ich tue mein Profil, wie immer in meiner Profil-Drive-Seite, was auch immer, Google Drive hochladen. Ihr könnt darauf dann euer eigenes Profil drauf aufbauen. Ich zeige Ihnen nochmal kurz die Settings. Ich habe jetzt Windowed 1720x1440. Das könnt ihr natürlich, wie gesagt, nimmt eine 4:3 Auflösung, dass das hat, so ein bisschen besser sichtbar ist, weil das bewegt sich mit, wenn ihr den Kopf dreht, dann ist das ein bisschen leichter zu lesen. Ja, und dann könnt ihr mal ausprobieren, ne? In diesem Sinne wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.